Und ihr befindet euch in der Stadt des der Höhlen, einer der ältesten Städte der Sahugin. Sekula, ich habe schon mal was über diesen Gott gelesen. Der Vater Hai, unbarmherzig und ohne jegliches Mitgefühl. Wie seine gesamte Rasse. Ihr seid vielleicht ein Werkzeug und danach eine Mahlzeit. Ihr habt außerordentliches Glück, Oberwasserwesen. Kreaturen, die in der sonnenbeschienenen Welt gefangen genommen werden, enden normalerweise auf unserem Speiseplan. Ja, lecker. Dieses Mal ist es doch anders. Sekula hat euer Kommen in einer uralten Prophezeiung angekündigt und ich habe auf magischem Weg herausgefunden, dass ihr diejenigen seid, von denen der Haivater spricht. Ich hätte es wissen sollen. Euer einzigartiges Schicksal, Talis, hat uns schon wieder in etwas hineingezogen. Selbst die Haigötter zappen voller Aufregung über eure bevorstehende Ankunft. Der höchst ehrenwerte König Ixetokal verlangt, dass die Wesen der Prophezeiung möglichst rasch zu sprechen. Aber es gibt noch genug Zeit, um Fragen zu stellen. Was für eine Art von Wesen seid ihr? Was ist das für eine Prophezeiung, von der ihr sprecht? Wo ist diese Stadt der Höhlen? Wo bin ich hier genau? Ich verlange sofort freigelassen zu werden. Ich werde bei euren Plänen nicht mitspielen, wie sie auch immer ausgehen mögen. Was für eine Art von Wesen seid ihr? Eure Art hat viele Namen für uns, denke ich. Ihr nennt uns die Meeresteufel und die Anguliens. Obwohl ich glaube, dass das Wort, das die Meermenschen verwenden, am verbreitetsten ist. Sahuagin. Oder Sahuagin. Wir sind es, die die Küsten überfallen und wir sind die perfekten Jäger. Seltsame Frau der Oberfläche. Wir erfreuen den Vater Hai mit unserer Rücksichtslosigkeit und unserer Verschlagenheit. Wie ich schon gesagt hatte, ihr habt Glück, dass ihr noch am Leben seid und es stößt uns bitter auf, dass wir uns laut der Prophezeiung an Oberwasserwesen wenden müssen, um Unterstützung zu finden. Was ist das für eine Prophezeiung, von der ihr sprecht? Ah ja, die Prophezeiung. Sekula hat der Stadt der Höhlen vor langer Zeit einen Besuch abgestattet. Alle erhoben ihre Arme voll Freude, als das Lied des großen Heils unsere Herzen erfüllte. Sekula verkündete von einer Zeit, in der es die Stadt der Höhlen nicht mehr geben würde. Er sprach auch von Zeichen, die Ankunft von Oberwasserbewohnern in den Tiefen ankündigen würde. Sekula sprach davon, dass diese Oberflächenbewohner alles wehren, was sich zwischen die Stadt der Höhlen und die Zerstörung stellen würde. Er rät uns gut, auf sie zu achten. Wir, Sahugin, wie ihr uns nennt, haben uns von unseren Tempeln in der Stadt aus... haben von unserem Tempel in der Stadt aus beobachtet und gewartet. Die Zeichen sind angetreten, seltsame Frau der Oberfläche, und ihr seid jetzt hier. Ihr seid gekommen und die Stadt der Höhen steht tatsächlich am Rande des Abgrunds. Ihr werdet uns retten, wie es Sekula prophezeit hat. Höchstseilige Seniti, der Erhabenste, wird nicht länger warten. Wir müssen das Wesen aus der Oberwelt schnell zu ihm bringen, sonst werden wir bestraft. Der höchst ehrenwerte Ixetokal wird uns nicht bestrafen. Teuerster Ferlatis. Aber wir müssen uns beeilen, bevor Xiox den König während meiner Abwesenheit von ihrer Sicht der Dinge überzeugt. So, seltsame Frau der Oberfläche, ich habe euch von der Prophezeiung und von der Rolle, die ihr dabei spielt, erzählt. Seid ihr bereit, den Sahugin-König zu sprechen, um mehr darüber zu erfahren, oder werdet ihr euch zur Wehr setzen? Ich werde gehen, zumindest vorläufig. Gut, Hauptmann Ferlatis, wir gehen nun zu den königlichen Räumen. Ihr geht voraus. Sofort, Höchstheilige. Ich werde auch die Ausrüstung von dem gesunkenen Schiff mitbringen. Wenn Sie den Test bestehen, dürfen Sie davon haben, was Sie wollen. Ja. Wir sind hier, o ehrenwerter Ixetokal, und erwarten eure Befehle. Ixetokal heißt er, ah ja. Und das... Das sind also die seltsamen Kreaturen der Oberwelt. Das sind also die, behauptet ihr, die uns der mächtige Sekula versprochen hat? Ja, da sind sie, höchst ehrenwerte. Der Anführer von ihnen ist das, was sie offenbar als Mensch bezeichnen. Das ist doch wirklich zu komisch. Sie haben keine Schuppen und wie klein und verkümmert ihre Zähne sind. Im Vergleich zu den Fischleuten hat Bo nur kleine Zähne, aber sie tun genauso weh, wenn er die Augen damit angreift. Jawohl. Ihr müsst es töten, Herr Hamster. Sie hätten nicht am Leben bleiben dürfen. Ihr müsst sie töten, opfert sie Vater Hai. Das erzählt ihr mir immer wieder, Baron Telokassil. Sollen wir ein Geschenk von Sekula abweisen? Was meint ihr?
Die Kreaturen der Oberwelt wurden nicht von Sekola geschickt, höchst löblicher Ixetokal. Es sind nicht jene, von denen in Fatahs Prophezeiung die Rede ist. Es sind nicht mehr als unaufrichtige Biester, die uns in den Schoß gefallen sind. Wir sollten sie opfern und uns an ihrem Fleisch laben. Ist das eine andere Hohenpriesterin? Oh. Ja, das ist eine andere. Nein, höchst ehrenwerte Ixetokala. Die Zeichen waren eindeutig. Alles hat sich so zugetragen, wie es Sekulam prophezeit hat. Nicht alle Zeichen sind eingetreten, Senitili. Ich sehe nicht, was ich sehen will, Tilixios. Ich sehe nur, was mir Sekula gezeigt hat, und dies sind die Retter der Stadt der Höhlen. Also, wir haben eine Meinungsverschiedenheit, oder was? Die Hohenpriesterin und Gemahlin meines Baron Tekossi ficht den Glauben meiner eigenen Hohenpriesterin an. Ja? Ja, höchst löblicher. Jawohl, es ist so, wie ich es euch versucht habe zu sagen, Ixetokala. Diese Wesen sind nicht mehr als Speisekrebse. Sie sind für den Verzehr gedacht und sonst nichts. Nein, Ixetokala, hört nicht auf sie. Ich schwöre, sie wurden von Sekola geschickt. Wenn ihr sie zurückweist, überantwortet ihr die Stadt der Höhlen der Zerstörung. Oh, ich werde darüber richten. Gut, Senitil. Oh ja, das werde ich. Hehehe. Was meint ihr denn, Mensch? Ja, haltet ihr euch für mehr wert als ein Krebsen? Glaubt ihr, dass ihr derjenige seid, von dem die Prophezeiung spricht? Könnte sein, ich werde euch helfen, wenn ich kann. Ich weiß nicht. Nein, ich würde euch ja aufschlüssen, bevor ich euch helfe. Ja, mich umzubringen wäre ein Fehler. Ich werde helfen, wenn ich kann. Ah ja, tja, das hört sich ja vielversprechend an. Mir war nicht klar, dass wir solche Hilfe bedurften, aber man weiß ja nie, wann einem ein wohlschmeckender Mensch nochmal gut gelegen kommt. Ich gehe nicht davon aus, dass eine dieser bevorzugtesten Priesterinnen ihre Meinung ändern wird. Ihren Standpunkt in diesem Schiedsverfahren vielleicht aufgibt? Mit Sicherheit nicht. Nein, höchst ehrenwerte das hatte ich auch nicht erwartet. So sei es denn. Wir werden diese Angelegenheit mit einer Herausforderung entscheiden. Allerdings nicht mit einer Auseinandersetzung zwischen unseren beiden lieben Priesterinnen. Das würde das Problem nicht beilegen. Wir wollen sehen, ob die Oberweltbiester wirklich die sind, die uns Vaterheil versprochen hat, ja? Ich werde ihnen also anbieten, ihre Kraft zu beweisen. Nun Mensch, werdet ihr diese Herausforderung annehmen? Werdet ihr gegen einen von meiner ausgewählten Kreatur kämpfen, einem Sklaven aus der Oberwelt, und gucken, ob ihr überlebt? Gut, ich werde die Herausforderung annehmen, aber meine Kameraden und ich brauchen Ruhe und Heilung. Einige von uns sind während des Schiffsgefechts verletzt worden. Und wenn ich mich weigere? Keine Chance. Ich würde jetzt lieber gehen. Nehmen wir mal die zwei. Sekola fordert Ausdauer, Stärke und Sicherheit, aber nicht Dummheit. Die Priesterinnen werden euch vor eurem Kampf heilen, Mensch aus der Oberwelt. Aber ruhen werdet ihr nicht können. Wir mögen hier keine Zauberkräfte, Mensch, und wir haben keine Zeit, sie zu untersuchen. Heilung sollte mehr als ausreichend sein. Also, stimmt ihr zu, mein leckerer Mensch, oder weigert ihr euch? Was geschieht, wenn ich mich weigere? Dann seid ihr nicht diejenigen, von denen die Prophezeiung spricht, und das wiederum würde euch zu Eindringlingen machen, und Eindringlinge fingen zu sterben. Oh ja, das tun sie. Gut, ich nehme die Herausforderung an. Großartig, großartig. Sport für uns alle. Führt sie weg und lasst sie uns mal sehen, was sie gegen unseren abgedrehten Oberweltsklaven ausrichten können. Wenn es nur ein Ogre ist, dann ist das kein Problem. Och, ein Ettin. Oh. Ich tue dir weh, wenn es sein muss. Ich möchte kämpfen, ich möchte nach Hause. Ich zerschmettern Fisch, ich zerschmettern dich. Ich helfe, wo immer ich kann. Und die sind alle verlangsamt noch. Das ist nicht so schön. Ihr zeigt ich mir wohin und ich schlage zu. Kellner, du tust mir was dagegen. Irgendwas verlangsamt. Auf geht's. Und ihr macht mal ein paar magische Geschosse. Na gut, das hat auch so geklappt. Glückwünsche, wundersamer kleiner Mensch. Oh. Er hat doch was gesagt gehabt. Glückwünsche, wundersamer kleiner Mensch. Ihr seid wahrlich eine mächtige Spezies. Und auch dazu von Sekola geschickt, wenn ich das hinzufügen darf. Nein, erhabenster Ixetokal. Das könnt ihr nicht ernst meinen. Oh, hört auf, euch zu beschweren, Baron. Eure Hohenpriesterin hat die Herausforderung verloren. Na und?
Deshalb braucht ihr hier nicht die ganze Zeit rumzujammern. Es ist an der Zeit, sie zur Opferung abzuführen. Versucht nicht in Sekolas Szene hängen zu bleiben, Lixios. Ich denke mal, das würde ihm nicht gefallen. Ich verstehe, höchst löblicher Ixitokal. Seid ihr verbittert, Telokassil? Nein, Hamster. Solange wie die Prophezeiung sich mit den Rebellen befassen, werden sie dem Zweck dienen, den Sekola beabsichtigt hatte. Die Rebellen, stimmt, da sitze ich hier auf meinem Korallenthron und habe die Rebellen ganz sogar vergessen. Das ist doch eine schöne Aufgabe für die Oberweltbewohner. Wenn ihr es mir gestattet sein möge, o höchst Ehrenwerter, möchte ich von den Absichten des Vaterheiß sprechen. Seid ihr immer noch hier, Semiliti? Hatte ich euch nicht gerade geopfert? Das war Tixiox, Ehrenwerter Ixitekoal. Oh, wie enttäuschend. Nun ja, ich denke, dann könnt ihr sprechen. Ich flehe euch an, nicht auf die Worte des Barons zu achten. Er möchte, dass ihr die Rebellen vernichtet, wenn sie doch hier in der Stadt der Höhlen so dringend benötigt werden. Unsere Zahl schrumpft, Ehrenwerter Ixitokal. Ihr habt viele ins Exil geschickt. Die Brutstätten sind leer und es gibt zu wenig Weibchen. Kurz gesagt, unsere Blutlinie wird immer schwächer. Wir benötigen diese Rebellen. Sie müssen sich uns anschließen und ihr Blut mit dem unseren Verein, sodass die Stadt der Höhlen wieder erstarken kann. Ich verstehe, was ihr sagen wollt, Sinitil. Ja, das tue ich. Die Rebellen sollten sich uns anschließen vom Prinzip her. Die Drow und die Illithiden werden jedes Jahr mehr. Ich habe kein Interesse daran, mich in die Tiefen zurückzuziehen. Nein, ich hätte lieber das Herz des Rebellen. Aber Ehrenwerter Ixitokal. Hervorragende Entscheidung, König. Ich hatte mir gedacht, dass euch das gefallen würde, mein Baron. Aber ich tue das nicht für euch. Der Rebell wird mit seiner Armee vom Verbannten einmarschieren, wenn sie nicht aufgehalten werden. Also bleibt ihr nur ihr Mensch aus der Oberwelt. Ich bin sicher, dass ihr keine Lust habt, einer Rasse wie uns zu kämpfen. Aber ihr habt sicher keine Einwände gegen das Ermorden einiger. Jagt und fasst den Rebellenführer für mich, mein Mensch. Bringt mir sein Herz und ich werde euch mit großer Reichtümern belohnen. Wir sollten Acht geben, Talisa. Ich weiß nicht, wie sehr ich darauf vertrauen soll, dass sich dieser König daran erinnert, dass wir belohnt und nicht gefressen werden sollen. Eures Reichen hat keine Einwände gegen Zauberei. Wir haben auf unseren Raubzügen vieles gefunden, was magisch ist. Ihr könnt das alles haben, wenn ihr mir sein Herz bringt. Also, was sagt ihr dazu, mein Mensch aus der Oberwelt, außer wie von Sekula? Wer ist dieser Rebell und wo kann ich ihn finden? Ich würde es vorziehen, einen Frieden auszuhandeln, wie es die Oberpriesterin vorschlägt. Ich kann nicht gegen diesen Rebellen kämpfen, solange ich gefangen gehalten werde. Das könnt ihr vergessen, ich werde nichts für euch tun. Nehmen wir mal die zwei. Tja, aber ich will keinen Frieden, ich will sein Herz. Ihr seid schließlich die Auserwählten Sekulas. Und die Belohnung wäre gigantisch, das kann ich euch versichern. Ja, ich kann ihn nicht... Ja, wo finde ich ihn erstmal? Oh, dieser Bestimmte hier ist ein ehemaliger Wahl im Kampf um meine Stellung. Und ich habe ihn vor Jahren fortgeschickt. Wie war doch sein Name, mein Baron? Prinz Vidan... Vilinati erhaben noch. Richtig. Vilinati, ihr findet die Rebellen außerhalb der Stadt. Er sollte es in keinster Weise mit euch aufnehmen können, so mächtig wie ihr seid beim Mensch. Wie soll ich kämpfen, wenn ich gefangen bin? Gefangen? Ihr seid von Sekula auserwählt, Mensch aus der Oberwelt. Ihr seid uns von der Prophezeiung geschickt worden. Wenn wir hier fertig sind, dann könnt ihr wieder eure eigenen Wege gehen. Ausruhen, euch wieder bewaffnen, all das tun, was Oberwelt halt so gerne tun, denke ich. Schon bald werdet ihr die Stadt verlassen und diesen Rebellenprinzen töten und so die Stadt der Höhen retten, wie es die Prophezeiung vorhergesagt hat. Und wir werden euch mit großen Reichtümern belohnen. Bis dahin könnt ihr euch frei in der Stadt der Höhen bewegen. Geht wohin ihr wollt, Mensch. Aber Verehrtester, ihr wollt sie in der Stadt herumlaufen lassen? Sie erweisen uns einen großen Dienst beim Baron. Ich möchte, dass jeder sie wie blasse kleine zähnige Magere mit Sahuki behandelt. Ja, genau so. Nun gut, ich werde versuchen, diesen Rebellen von dem Gespräch zu finden und durch sein Herz zu bringen. Gut, je weniger Rebellen rumlaufen, desto besser. Ihr werdet die Stadt rennen und dafür belohnt werden. Alle sind glücklich, hehe. Außer natürlich Vilinati. Und dann seid ihr frei und könnt euch ins Unterreich begeben, wenn das euer Ziel sein sollte. Außer ihr wollt euch doch mal den Meeren probieren, Mensch. Aber jetzt wird fort mit euch, Auserwählte. Mich gelüstet es jetzt nach Fleisch und der König speist immer allein. Bevor ihr die Stadt verlasst, um was unser Wesen kommt, bitte zu meinem Tempel. Ich möchte doch was mit euch sprechen.
Ich kann euch Dinge mitteilen, die euren Auftrag wesentlich einfacher machen werden. Ja, unsere Priester will euch erklären, wie ihr Zugang zum Rebellenlager erhaltet. Die Rebellen sind eingesperrt bei Magie, müsst ihr wissen. Geht jetzt und vernichtet sie. Hehe. Ja, Keldorn. Habt ihr einen Plan? Der Baron ist böse. Die beiden Leibwächter sind böse. Und der König selber ist böse. Gut, dass das schon mal geklärt ist. Wenn es das ist, was ihr wollt. Wir sind übrigens immer noch im 4. Kapitel. Das mit dem Questen, das lesen wir das nächste Mal durch, weil ich muss jetzt ein Save machen. Und ein Cut. Das ist schon LP40 mittlerweile. Naja. Also, wir sehen uns gleich wieder.